Und ich habe angefangen zu heulen. Ich habe angefangen zu schreien. Meine Mutter hat gar nicht gewusst, was los ist, weil sie das halt einfach nicht so als schlimm empfunden hat wie ich damals. Jedenfalls hieß das, warte mal. Das sind so prägende Momente, ne? Oh ja, das sind... Fürs Leben sind... prägen. Ach, ich komme hier durch. Ja, das ist doch nützlich, oder? Das ist sehr nützlich. Die Seele im Spiegel. Seelenspiegel. Hört sich an wie Herzblatt. Die habe ich auch gesehen. Wenn wir die finden, posten wir die drunter, aber ich glaube, dass keiner von uns bringt das wirklich fertig, hier es noch nachzuerzählen. Soll ich es versuchen? Komm, ich versuch's einfach mal. Es geht nicht darum, den Inhalt, den habe ich auch noch total im Kopf, aber es ist, ich weiß nicht, ob ich das verkrafte. Sagen wir es kurz, eine Frau, die ist richtig hübsch. Ich heule. Eine Frau ist richtig hübsch, und ich heule gleich, ja. So ist der Nerd. Ne, die... Ey, ich laufe gerade... Ich wette mit dir, das ist eigentlich voll einfach. Ja, du bist auch gerade hier wieder lang gelaufen, ich weiß. Also, aber wir haben jetzt wichtigen, interessanteren Inhalt als dieses Spiel. Nee, wir müssen weiter. Und... Documents. Ja, ich bin nicht doof. Exam Room. Erzähl weiter. Wie gesagt, eine richtig, richtig hübsche Frau... geht halt dort zur Kosmetik, wie nennt man das, zum Spa, nennt man das Spa? Ja. Ich glaube Spa. Und warum ist hier zu? Das weiß ich nicht. Und sie lässt sich dort halt eben das Make-up machen und will sich halt da ein bisschen hübsch machen, noch hübscher machen. Und da ist eine Frau, die arbeitet da erst seit kurzem. Sie will halt da halt eben anfangen, sie will halt ihr Make-up machen und die Augenbrauen zupfen oder was nicht alles da gemacht werden sollte. Jedenfalls die hübsche Frau, die rastet total aus, weil die Neue angeblich irgendwas falsch macht. Also sie geht da vollkommen ab, sie mault sie an, von wegen sie sei doch hässlich und sonst was. Und sie kann den Job sowieso nicht gescheit machen. Und die Angestellte dort, die wird dann natürlich, die ist ja total verletzt, weil sie sowas gehört hat. Ja. Und sagt dann praktisch, also die hübsche Frau, die haut dann Wut in Brand ab. Und die andere, die dort gearbeitet hat, hat als letzten Satz, als sie gesagt hat, irgendwie so nach dem Motto, ich hoffe, ihr Gesicht nimmt die Form ihrer Seele an oder sowas in der Art. Und die gesamte Story, also die gesamte Folge wurde so aufgebaut, dass halt eben die Frau, die anfangs richtig hübsch war, mit einem Psychiater sich unterhalten hat und sie in einem abgedunkelten Bereich war und man sich halt am Anfang nicht sehen konnte. Ja. Und man hat halt den Psychiater immer gesehen, wie halt er mit ihr redet. Und dann erzählt sie halt eben von dem Problem und dann sagt er so, also der Psychiater, ja, kann ich sie denn mal nicht sehen oder so? Und dann nimmt sie sich einen Spiegel, guckt in den Spiegel, die Kamera schwenkt drauf und ihr Gesicht ist einfach nur verschrumpelt, hässlich, so creepy, Leute, das ist so schlimm. Ein Auge ist kleiner als das andere und ich glaube, das Schlimme ist einfach, Das war damals so in dem Alter, es war so ein richtiger Schockmoment. Ja. Und das hat mich dann allgemein auch so geprägt und deswegen empfindet jetzt auch so vielleicht so als ja schlimm, wobei es eventuell gar nicht so schlimm ist. Ich hab das in einem ähnlichen Alter gesehen, wie du wahrscheinlich damals warst. Es kann sogar sein, dass wir zur gleichen Sendezeit geguckt haben, das Ganze. Lennart, wir können da später mal Folgendes machen. Wir können uns die Folge ja mal zusammen angucken. Nein. Über Bildschirmübertragung. Ja, bei Bildschirmübertragung. Können wir gerne machen. Damit du es wegklickst, du Penner. Ey, ich weiß gerade echt nicht, wo ich hin muss, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Die hat gesagt, das wurde wahrscheinlich in den Keller gebracht. Ja, dann solltest du mal runtergehen. Da waren noch Treppen nach unten, da bist du aber immer wieder hochgegangen. Warum bist du immer wieder hochgegangen? Ja, es gibt keine Treppen mehr nach unten. Ja, und? Dann solltest du mal auf der Etage bleiben, du bist immer wieder Treppen hochgelaufen. Und du bist im Keller, guck oder mal. Nicht? Nein, das ist hier, Third Floor. Third Floor ist nicht Keller, da hast du recht. Nein, eigentlich nicht.
Außer das Haus wurde falsch rumgebaut. Also erinnern wir uns ein paar SCP-87. WTF? Hier gespielt? SCP-87? Ich habe ein paar SCP-Versionen gespielt, auch mit Natalie, aber ich weiß nicht mehr, welche das jetzt. SCP. Damals hatte ich noch. Vielleicht muss ja, ja. Damals hatte ich noch meinen Logitech G35. Im Übrigen keine Kaufempfehlung an dieser Stelle. Bevor ihr noch denkt, das ist Werbung, ich würde sogar euch abraten, davon das zu kaufen, weil das so schnell auseinanderfliegt. Und es hatte ja einen Wahnsinns-Surround-Sound. Ein Wahnsinns-Surround-Sound mit absoluter Geräuschabdämpfung der Umwelt. Ja gut, für mich war es ein Surround-Sound. Ich hatte noch ein Surround-Headset, das heißt, ich habe keinen Vergleich. Aber für mich war es halt ein Wahnsinns-Sound. Und das habe ich dann dröhnend mir auf die Ohren gegeben und SCP gespielt. Oh. Au! Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also die allererste SCP-Version, die SCP-87A. Also ne, ohne betitelt. Also diese, wo einfach dieses Ach, guck komische mal, hier Treppenhaus ist. runtergeht, weißt du? Ach, das da. Ne? Oh ja, Dieses das Treppenhaus, habe ich. wo es einfach nur immer wieder weiter runter geht. Das Dieses hat mir Schatten! damals. Diese Schatten! Das hat mir, ja genau, das hat mir damals mein Kumpel gezeigt. Ja, so stellt Und, sich genauso, genau wie ich bei Gronkh gesehen. nee, bei Gronkh nicht. Ich habe es eben von einem Kumpel gezeigt bekommen. Ja, ich meine, der hat das und. wahrscheinlich ja gesehen. Nee, das war vor der Zeit von Gronkh. Ach so. Also Gronkh hat es dann viel später getestet. Aber ich weiß gerade echt nicht, wo ich hin muss, ganz ehrlich. Weiß ich auch nicht. Ich würde dann auch mal sagen, wir beenden langsam die Aufnahme, wobei wir gerade in so einem schönen Redefluss sind. Aber wir können das nächste Mal gerne wieder zusammen aufnehmen. Gerne, Ich hab's, gerne. das hat ziemlich Spaß gemacht, finde ich. Es war mal wieder was anderes, weil man jetzt nicht unbedingt so. Alter, weißt du, alles ist zerstört, total verlassen, aber das Werkzeug ist so schön geordnet hier. Guck Das mal. ist auch gruselig, um ehrlich zu sein. Ey, stimmt. War mal, wie gesagt, wie ich sagen wollte, etwas anderes, mal nicht so unbedingt auf das Spielgeschehen an sich eingegangen, sondern mehr auf die Themen, aber das kann ja auch mal sein. Und ich guck mal, vielleicht schaue ich da mal im Internet, wo es da weitergehen könnte. Das Internet Ich weiß verabschiede viel. mich. Ich habe keine, ich weiß, ich bin gerade echt irgendwie aufgeschmissen, keine Ahnung. Wahrscheinlich total einfach und ich check's einfach nicht, weil ich mit Reden konzentriert bin. Gut. An dieser Stelle verabschieden wir uns mal. Naja. Wir stellen uns in die Mitte. Ich speichere nochmal ab. Und wenn wir dann wieder die Aufnahme weitergehen lassen, dann gibt's hier Chaos. Dann laufen hier Genau. überall Viecher rum und wir werden sowas von verrecken, aber das macht doch Spaß. Kommt schon. Genau. Verrecken ist eine super Aktion. Sollte man in der Freizeit gerne mal öfter machen. So, ich verabschiede mich. Vielen Dank auch an dich, Lennart, für diese kleine Runde hier, die wir noch am späten Abend getätigt haben. Danke, danke. Und ich verabschiede mich für meinen Teil. Lass die letzten Worte noch, Lennart. Ich kann nicht reden. Ich kann wirklich nicht reden. Tschüss. Tschüss.